Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tunguska im verregneten Irland im Anwesen von Ken Morangi. Ja, der Ken, der ist, wartet mal, der ist hier in dem Brunnen. Da unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Genau, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass er aus seinem Gefängnis... Es raschelt da so aus einem Gefängnis rauskommt und ja, hier irgendwie ist noch so ein Sarg. Ich dachte, wir können ihn irgendwie ein bisschen aufbrechen, aber das klappt irgendwie nicht so ganz. Ich dachte auch irgendwie an sauber machen oder so. Ich werde mal das Lampenöl in die Rille gießen, die einmal rund um den Sarg führt. Ich habe Lampenöl in die Rille rund um den Sarg gegossen. Guck mal, es ist Anz. Dann wollen wir dem guten alten Lord Morangi mal seine wohlverdiente Feuerbestattung geben. Vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dieser Geschichte, dass er herumspukt, weil ihm eine angemessene Beerdigung verwehrt wurde. Was war das denn? Ist es plötzlich so kalt hier oder bin ich das? Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder? Alles klar, Max. Der Sarg ist aus massivem Stein. Warum haben wir das jetzt gemacht? Haben wir jetzt den Geist befreit oder was ist da los? Das war so eine Special-Sequenz jetzt hier so. Da ist doch irgendwie. Die Öffnung scheint mit Wachs in der Farbe des Sarkophags verschlossen gewesen zu sein. Das Feuer hat jetzt das Wachs zum Schmelzen gebracht und die Öffnung freigelegt. Aber da kann da Wasser rein? Nein. Öffnung. Kann ich nichts in die Öffnung stecken? Max, ich hab da so eine Idee. Nein, anscheinend kann ich das Telefon da. Nee, also. Ja. Danke für nichts. Hat irgendwie nichts gebracht. Nee, hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte hier, glaube ich, rein. Was haben wir hier nochmal? So. Warte mal. Eine Statue. Wahrscheinlich von einem der Morangis. Ein Schwert haben wir. Die Statue ist massiv. Alles klar. Warte mal, ich habe gerade so eine Überlegung. Guck mal, das sieht aus wie das Schwert. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Schwert? Dann wie so ein Ring oder so? Schild? Knieschoner so? Gürtel, Emblem oder so, ein Umhang und ein Helm. So, müssen wir das vielleicht rekonstruieren? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie vielleicht schon. Ich dachte gerade, hier ist irgendwas Besonderes. Feuerstein. Was war denn hiermit nochmal? Die Münze ist glühend heiß und hat sich schon leicht verformt. Ach, das war doch irgendwie, dass er das doch, Ach, mit den Spießen ging das ja nicht. Wir brauchen irgendwas Spitzes noch, ne? Weiß nicht, können wir dem irgendwie so einen Draht geben? Nein. Können wir dir das... Nein. Eine Kette? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Burgherr nur eine einfache Kette um seinen Hals trug. Da fehlt bestimmt noch ein Anhänger oder sowas in der Art. Dieses Emblem da, was ich meinte. Ein Stein. Nein. Vielleicht kann ich das ja daraus formen oder so. Eine Fackel will er nicht. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Okay, ein Schild. Mhm. Umhang? Nee, möchte er nicht. Ein Stein möchte er auch nicht. Okay. Mhm. Landschaftsgemälde. Wenn ich mich nicht irre, könnte die Landschaft rund um die... Okay, dann haben wir noch das Bett. Dann haben wir hier noch diese anderen Bilder. Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Aha. Ein schwerer Vorhang.
Könnte aus Brokat sein. Kann ich den mitnehmen oder so? Aus Brokat oder so? Keine Ahnung. Nee, kann ich anscheinend nicht. Wo ging es denn hier lang? Ach, hier war ich noch gar nicht. Ach doch, hier war ich schon. Hier brauchen wir auch noch irgendwas, um rüberzukommen, ne? Genau. Das hilft mir hier, glaube ich, jetzt gerade noch nicht. Dann gehen wir nochmal hier hin. Dann hier. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben die Feuerstelle, die Strecke. Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht... Weiß ich nicht, ob wir hier irgendwas abmachen können oder so. Stein. Eiserne Jungfrau. Können wir die verbrennen oder so? Vielleicht können wir das Metall ja irgendwie noch benutzen davon oder so. Oder so. Die Spitze hat die Goldmünze mühelos durchbohrt. Mhm. Ich stelle mir besser nicht vor, wie das aussehen würde, wenn ich zwischen diesen Dornen stecken würde. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt abkühlen. Ach, Hammer. Hübsch. Ein Ring. Vielleicht sollte ich ihn Nina schenken. Steht dir bestimmt gut. Okay. Stimmungsvolle Dekoration. Dann haben wir das hier jetzt wenigstens schon mal. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier hingehen und dem Herren den Ring aufsetzen. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. So, und jetzt fehlt noch der Helm, meine ich, ne? Müssen wir nur gucken. Und hier ist hier ruht wohl ein... Mehr. Irgendwas muss hier doch noch sein, als ob hier nichts mehr ist so. Hä, das kann doch nicht sein. Kann ich irgendwie dieses Zeichen nachdingsen oder so? Guck mal, wir haben hier noch den Kronleuchter. Irgendwas muss ich damit noch machen können. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Was auch immer ich hier machen soll. Stein abschlagen, nee. Mit der Zange oder so? Nee, auch nicht. Was war jetzt hier? Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde. So wurde er einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem eindringt, auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Kack-Sarg aufbekommen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie? In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit... Kein Feuer mehr. Dann lass uns doch ein Feuer machen oder so. Also da wäre ich jetzt für... Ein wirklich schöner... Kronleuchter, ja. Schön für den Kronleuchter. Kannst du mir vielleicht nochmal helfen, Ken? Was heißt nochmal? Du hast mir bis jetzt noch gar nicht geholfen. Lord Morangi? Ja? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? So was? Ich werde... Ach, mit dem konnten wir noch gar nicht reden. Guck mal hier. Sieht fast aus, als ob der Schornstein Helm. Einen Helm auf hätte. Schornstein, dann muss ich irgendwie... Gab's hier denn noch irgendwas hier drin? Nee, anscheinend nicht, ne? Und noch dieses... Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei, können oder wir das die Gäste Brett sind... nicht vielleicht nehmen, um über, das diese, Brett ist fest. Über dieses Dings zu kommen? Kannst du es nicht irgendwie abschlagen? Oder irgendwie den Nagel an... Oder wir ziehen den Nagel einfach mit der Zange raus? Ja. Das Brett ist extrem lang. Damit kann ich nicht... Ja, doch, Max, das geht schon. Damit kommen wir jetzt... Mit diesem Brett laufe ich nirgendwo hin. Bei der Länge hätte ich ständig Angst, irgendwas zu zerstören. Oder irgendjemanden. Das heißt, das Brett, das müssen wir noch irgendwie, das Brett ist weg. Das ist ja jetzt, ach ne, hier, oh Christus, ich dachte, das ist weg. Irgendwie, Schneid. Speerspitzen. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und scharf. Mhm. Können wir das bestimmt durchsägen? Oder ich werde so? Mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. Heute läuft, wa? Heute läuft.
So, und jetzt müssten wir doch eigentlich da hinten hinkommen, oder? Wo war das? Hier. Hier hoch. Nee, falsch. War falsch. Da rein. Und dann hier hinten durch. Nein. Leute, ich kann nicht mehr. Hier, genau. So. Hä? Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Ich dachte, das Brett ist zwar immer noch sehr lang, aber zumindest... Aber ich wollte doch... Mann! Wofür ist denn jetzt der Schlüssel? Also das Einzige, was zu ist, ist ja der Sarg. Meint ihr, wir können den Sarg aufschließen? Ja. Aber wofür habe ich denn das Brett jetzt? Oh Gott, Toter. Hallo. Das Amulett ist wunderschön und mit Symbolen verziert. Die Toll. Sterblichen Überreste von Lord William Morangi. Das ist schon krass, ne? Das ist wirklich so leicht. Entschuldigen Sie, Lord Morangi. Ich muss einen Ihrer Nachkommen retten und ich hoffe, Ihr Amulett wird mir dabei helfen. Yes, jetzt können wir das da das dran machen. Das Amulett hält nicht an der Kette. Dann mit dem Draht. Ich habe den Draht durch die kleine Öse des Amuletts geschoben. Und jetzt an die Wenn Kette. Wenn ich das andere Ende des Drahts in die Kette Gott drehe, sollte es halten. Jetzt haben wir auch das hier erledigt. Geil. Dann können wir hier lang. Ich muss überlegen, wo muss ich jetzt nochmal lang? So, dann haben wir hier die Kette. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken, wo noch irgendwas passiert ist. Ist hier was passiert? Nein. Weil gerade ist ja dann anscheinend diese Hängebrücke runtergegangen. Hier ist auch nichts passiert. Hier ist auch nichts passiert. Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Da wird auch die Burg von Morangi. So wurde ja, er ja, seit auch. Okay. Wir müssen irgendwie aus dem Kamin. In diesem Kamin hat. Also vom Schornstein. Ein wirklich. Kann ich nochmal daran ziehen? Vielleicht passiert ja jetzt was. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Die Kette hat sich ein Stück. Alles klar, dank für nix. Ja. Gute Frage. Nächste. Ach, guck mal, warte mal. Was war denn hier? Aha! Die Kerze ist fast komplett runtergebrannt. Nee, schade. Eine Statue. Fast fertig. Die Statue ist massiv. Kann ich dir die Zange oder das Brett noch geben? Wofür ist denn das Brett da? Ach, oder kann ich jetzt hier durch? Ah, ich kann bestimmt jetzt hier durchgehen, ne? Mechanismus und so. Ja, guck mal, geil. Ja. Kein Motor. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Toll. Super toll, ehrlich. Ich bin. Ach, die anderen Mechanismen waren wahrscheinlich für diese Tore hier, ne? Wie Scheibenkleister. Kann ich nochmal. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin? Nee, ich meine nicht, ne? Ich glaube, hier ist sonst wirklich nichts mehr. Das kann ich auch nicht aufmachen, ne? Nee. Beim Papp war auch keiner mehr, meine ich, ne? Ja, da war auch keiner mehr. Sonst ist hier aber... War das vorher schon da? War das vorher schon die da? Die Regenrinne war wohl nicht für diese Wassermassen konstruiert. Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Ach. Und damit mache ich jetzt was? Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub.
Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Unnötig? Fragezeichen. Was mache ich jetzt damit? Kann ich das irgendwo... Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Komm, fangen wir mal langsam an. Aha. So könnte ich die beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Ja, aber was mache ich damit? Fragezeichen. Ich bin mit meiner Figur so wie... Ja, nimm doch die Regenbank. Regenrinne. Obwohl, das könnten die... Zwei Teilstücke einer Regenrinne. Hier, die Knieteile sein, ne? Warte. Hier, für die Knie, die Dinger. Hier, Knieschoner. Hört sich an, als ob ich wieder ein Mich... Dann können wir jetzt da durchgehen. Geil. Geilomatico, immer. Also, das ist ja mal wundervoll. Ich muss mal eben gucken. Okay, die Aufnahme, das ist noch alles okay. Sorry, tut mir leid. Jetzt können wir hier durch. Ausgang! Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja. Warum habe ich mich auch schon gefreut, ne? Also... Die Tür lässt sich nicht... Ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt gefreut habe. Es war eh klar, dass, ja, ne? Und so, warte. Nee, geht nicht. Mein Hund, der ist hier gerade ein bisschen rumgesprungen. Sorry. Toll. Nichts, absolut gar nichts ist hier. Jo, jetzt sind wir genauso weit wie vorher. Jetzt fehlt uns noch dieses Ding vom Dach. So, und das kriegen wir wie? Sieht fast aus, als ob... Ein Helm. Ja, schön für den Helm. Irgendwas muss doch hier mit sein, oder nicht? Kann ich das nicht irgendwie anzünden und da reinmachen? Dann fällt das vom Dach ab und dann ist alles ganz toll oder so? Nee, schade. Kann ich was mit der Uhr noch machen? Warum ist denn die hier noch da? Auf der Uhr ist es 7:15. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Vielleicht hat das ja das hier was mit unserem Problem zu tun. Nein. Oh, schade. Und hier passiert gar nichts? Wirklich nicht? Wofür ist denn der Hebel da? Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los. Ja, vielleicht muss das ja runterfallen, Max. Vielleicht verstehst du das einfach nur noch nicht. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich habe auch mal gute Ideen. Aber egal, was ich sage. Ich frage mich, warum der Sessel... Ich muss ja irgendwas hiermit noch machen können, oder? Das ist doch nicht umsonst hier, dass einfach so ein scheiß Teil hier steht, oder? Muss da irgendeinen Grund noch haben, warum das hier... Guck mal. War doch klar, irgendwas musste doch hier noch was haben, musste doch noch sein. Das ist jetzt ein Brett. Kann ich da einen Stein drauflegen? Ja. Nein. Doch. So, ja, jetzt haben wir da einen Stein hingelegt, ne? Können wir jetzt vielleicht... Ist mein Headset überhaupt... Nee. So, können wir jetzt vielleicht den Hebel betätigen? Gott sei Dank, Leute, es hat endlich funktioniert. Ja, jetzt können wir das Ding hier nehmen, wa? Die Kaminabdeckung, die wie ein Helm aussieht. Und können die dem guten Lord William Morangi, oder wer das auch immer sein sollte, aufsetzen. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Perfekt. So, Leute, aber was wir jetzt machen, sehen wir es in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.